Hey Leute, habt ihr schon abonniert? Nein? Tut es! Boah, Link, Bro, entspann dich. Also ich denke, meine Leute sind gerade erst ins Video reingestolpert. Ja, wir kommen auf jeden Fall zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Link ist ein bisschen aggressiv, weil Zelda jetzt weg ist und der sein erstes State nicht vollendig erleben konnte. Hey, weg mit dir! Ja, und jetzt wurde von einem kleinen Geistlein, was wir schon in unseren Träumen kennengelernt haben, hingeführt. Und da kann durch die Wände und anscheinend Wände auch zerstören. Jetzt ist hier frei und jetzt schauen wir mal, was sich dort innen befindet. Statue der Göttin. Ist es das, was ich denke, was es ist? Das Master Sword. Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Mike. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu heben. Das Mädchen, das du suchst, Zeldas Leben ist nicht verloren. Ich kann Zelda retten. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Klar doch! Ich kann es immer noch nicht fassen. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dir, dem Gebieter des Schwertes, folgen. Ziehe es nun heraus und strecke es himmelswärts. Himmelwärts? Oh Gott, will ich, dass sie mir folgt? Na, vielleicht ist sie ja hilfreich. Mir bleibt sowieso nichts anderes übrig, wenn ich Zelda retten möchte. Oder? Ihr habt doch keinen Bock. Ciao. Geht das wirklich? Als ob. Ja, aber es passiert ja nichts, oder? Nee, okay, komm. Natürlich, wir wollen Zelda retten, wir hauen nicht einfach ab wie ein Feigling. Nein, wir nehmen die große Konsequenz und die große Verantwortung auf unsere Last, auf unsere Schulter. Ja! Hä? Ausrichten. Ja! Warte. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Krass. So ist es gut, Gebieter. Mein Gebieter. Oh Gott. Mike! Oh oh, er hat uns erwischt. Kann es denn sein, dass du es bist, Mike? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Oh oh, nicht, dass sein Gedächtnis gleich gelöscht wird. Das ist nicht gut. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen dem reinen Jüngling in dieser Gestalt am heiligsten Ort. Es begann vor einigen Tagen,
Das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass sich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Okay. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert. Beinahe noch ein Kind wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von der Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es gebietet mit starkem Geist. Klingt das Schicksals, Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Er wird tragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. Ich? Ach, für Zelda? In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden. Und die heilige Maid, um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren, musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen. Um dorthin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen. Weil es ja auch niemandem erlaubt wurde. Aber ich erlaube es dir jetzt, Link. Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Nimm sie und platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wenn du dein Schwert gen Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Was eine krasse Story. Ja! Und nun? Fängt an zu leuchten. Oh, eine Tafel. Ein Secret! Lass mal kurz ins Inventar gehen. Ah, guck mal hier! Synchronisieren. Was haben wir denn hier? Paraschal. Zelda gab dir diesen selbstgemachten Schal. Drücke im freien Fall ZR, um seinen zum Boden zu geleiten. Ja. Wir haben jetzt ein neues Schwert, damit ist das Schwert der Göttin. Ein Schwert, das aus dem Podest der Göttin gezogen wurde. Heiliges Licht umhüllt es. Okay. Und was ist das hier? Smaragdtafel. Diese uralte Tafel öffnet dir den Weg zum Waldreich von Firon. Firon? Okay. Ein Stück hätten wir. Wie viele gibt es denn? 4? Könnte hinhauen. Gebieter, das Siegel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolkenmeer verlassen konnten. Nun hat sich dieses Siegel an der Stelle geöffnet, sodass du passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke unten, um mich zu rufen. Ich werde dich doch bestimmt nicht nerven. Mike, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Pfeis Worte wahr sind,
Dann ist Zelda am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, Mike. Hä? Erst ist er voll tiefenentspannt, dass Zelda auf jeden Fall nächsten Morgen noch finden wird. Und jetzt? Oh mein Gott, sie lebt noch. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Schon ein kleiner Plothole, aber okay. Niemand weiß, welche Prüfungen das Schicksal für dich vorgesehen hat. Doch, versprich mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Beweise mir, dass die Offenbarungen tatsächlich wahr sind. Ich bitte dich, Mike. Ich werde es schaffen, das klingt schwierig, ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde das schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Mike. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Mike. Da du die Vogelreiterzeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten, du ziehst es morgen gleich an. Erst morgen? Naja, okay. Ich muss mich ja auch nochmal ausruhen. Schick, schick. Das diesjährige Gewand der Ritter. Als ich die Farbe das erste Mal sah, war ich ein wenig skeptisch. Aber wie ich sehe, steht es dir ganz vorzüglich, Mike. Ich finde auch. Pass auf dich auf. Und vielleicht solltest du im Dorf ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich selbst kann nichts tun, als in meiner Stube die alten Schriften erneut zu studieren. Solltest du mich suchen, kannst du mich dort finden. Kannst du mich dort finden. Ich bete dafür, dass es meiner Tochter gut geht. Wir werden sie finden. Darauf kannst du Spucke nehmen. Oder Leute, fangen wir an mit der Suche. Aber erst kann ich schlafen. Gute Nacht. Gar nicht. Man kann jetzt wirklich schlafen? Warte, echt? Das war nur ein Joke. Bis morgens. Gute Nacht, Leute. Ah. Oh, der Typ ist weg. Nein, ich will mit ihm reden. Hab ich mir selbst vergangen. Egal, hol ich mir noch ein paar. Jetzt nichts Brauchbares, schade. So geht das Spiel richtig los, Leute. Mike. Gruß schon wieder. Was gibt's denn, Bro? Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir was auf deiner Reise. Du hast die Abenteuertasche erhalten. Sie bietet Platz für Items, die du während deines Abenteuers finden wirst. Oh, mit R kann ich ein neues Menü öffnen. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dich auf deiner Reise besonders nützlich erweisen können. Mike, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Danke, Gruß, dass du Hoffnung in mich reinsteckst. Wir werden das schaffen, oder? Du bist als einziger mit guten Noten belohnt worden? Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Erst verschwindet Zelda, dann kommt Bardo nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und an all dem bist ganz allein du schuld. Du ganz allein. Was wäre passiert, hätte Bardo das gewonnen? Was wäre dann passiert? Oh, da kann ich rein? Boah, ihr habt's aber echt eng hier, ne? Das war alles umstoßen hier. Können wir mich hinsetzen? Da. Cool. Gibt's nichts? Gar nichts? Was soll ich so schlafen? Ich kann einfach in das Bett von dem schlafen? Nein. Nee, also komm, sowas will ich jetzt nicht machen. Grußzimmer. Unser Nachbar. Gucken mal, was er so hat. Ja, okay, darf ich nicht. Ich wollte es trotzdem mal ausprobiert haben, ne? Warum liegt hier sein Kissen rum? Ne, ich will nicht schlafen. Oh. Yeah!
Die armen Pflanzen, die haben nichts getan. Und trotzdem bringe ich sie um. Okay, so brutal jetzt auch nicht. Okay, bevor wir jetzt weitergehen, gibt es doch irgendwo einen Ort, wo wir noch nicht waren? Wie zum Beispiel? Bardo! Wir können einfach rein? Oh. Ist das eine gute Idee? Das war auf jeden Fall keine gute Idee. Was hat er denn so für ein Zimmer? Sehe ich das richtig? Ein Punching Bag? Mit unserem Gesicht drauf? Hä? Ich kann das Schwert nicht rausholen. Okay, macht irgendwie Sinn, aber... Was soll das, Bardo? Sein Bild, sein Gemälde von sich selbst. Bin einfach umgekippt. Kann ich hier handeln? Reden. Okay, komm, wir reden mit ihm. Zelda, daran bist ganz allein du schuld. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Irgendwie hat er da recht. Dann ist es wohl an mir, Zelda aus ihrer misslichen Lage zu retten. Warte nur! Wenn du meinst, ich rempel kurz gegen alles an. Oh, hier kann ich noch was anrempeln. Nee, schade. War ich gerade in der Textur drin? Ich war doch gerade in der Textur drin, oder? Da, schon wieder. Sieht zumindest ein bisschen danach raus, keine Ahnung. Naja. Ich bin auf jeden Fall top munter und bin bereit, Zelda nun zu retten. Da gibt's überall noch Zimmer. Ja, komm, keine Lust, um ehrlich zu sein. Komm, ist bestimmt nichts Wichtiges dabei. Vielleicht ein paar Rubine, ist mir egal. Mike, endlich bist du in der Oberstufe. Siehst gut aus in der Uniform. Aber es ist unpassend, so zu reden, nachdem Zelda verschwunden ist. Stimmt ja, das gleiche Gewand, aber in Gelb. Ist er vielleicht der gelbe Link? aus späteren Teilen? Wer weiß. Ihr beide wart schon als kleine Kinder befreundet. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlen musst. Aber ihr geht es sicher gut. Du musst nur fest dran glauben und sie wird nach Hause kommen. That's not how it works, aber okay. Egal. Raus da. Und fangen wir unser Abenteuer nun endlich an. Keine Lust auf ständige Texte. Sonst was. Fangen an. Erstmal. Na gut, Speicher kommt auch später, komm, egal. Oh, hi. Mike, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über das Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert. Aber einen Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Das sind Holz unterhalten. Er ist leicht zur Hand haben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Immerhin, ein Schild ist ein Schild. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus. Außerdem kann er Feuer fangen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du dir im Bazar einen neuen kaufen. Wo ist er überhaupt? Du kannst den Schild ausrüsten, indem du R gedrückt hältst, den gewünschten Schild auswählst und R wieder loslässt. Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Schild umgehst, frag am besten den Schwertmeister in der Übungshalle. Er kann es dir sicher beibringen. Oh. Fei möchte mit uns reden. Was gibt's denn? Du hast mich gerufen, Gebieter. Nein. Ich will doch nichts. Und jetzt war hier die Erdtasche. Ah. Okay. Okay, cool. Das ist cool. Okay, nee, brauche ich gar nicht. Ich weiß, wie es funktioniert. Alles klar. Haben wir gerade gesehen, wie es funktioniert. Alles klar. Seht ihr das da oben auch? Da fliegt da irgendein Gebäude. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein? Ich empfehle dir, im örtlichen Bazar einen Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Boah, wie oft noch, Spiel? Ich bin keine Pusche, ey. Ich krieg das auch so hin. Da fliegt einfach jemand. Ich will mit zu dem hin.
Ich mit dem Typen reden, der da rumfliegt. Komm ich da überhaupt hin? Kann ich irgendwie pfeifen? Oh, er kommt runter, oder? Ja. Hey, warte auf mich. Ich muss irgendwie seine Glocke läuten können, aber das kann ich nicht. Zumindest noch nicht. Ja, ritzen wir mal da aus, ne? Warum nicht? Waren wir schon überall drin? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um, wenn das okay ist. Weil ich glaube nicht, dass wir schon überall waren. Okay. Interessantes Haus hier. Aber hier gibt es nichts, oder? Kann ich hier einfach reingucken? Nee. Hey, was ist das für ein Haus? Wenn das nichts bringt? Kann ich irgendwas machen hier? Komm, Link, schmink dich. Keine Ahnung. Oder hier was drin? Auch nichts. Okay, keine Ahnung. Manche Häuser einfach nur da, um da zu sein. Ja gut. Egal. Ich möchte mich trotzdem ein bisschen umschauen. Einmal zeigen und dann nie wieder, würde ich so sagen. Ne? Ich zeige einmal jedes Haus, wenn es geht. Und danach brauchen wir es auch nicht mehr zeigen. Was sind das da für fliegende Blumen? Oder hängen die? Ach so, hängen die hier dran? Ach so, die hängen da. Oh, sieht cool aus. Da. Hey, komm her. Nein, ich krieg ihn nicht. Der kommt nicht runter. Ich glaube, da können wir noch gar nicht lang. Oh, was ist denn hier? Das sieht aus, als könnte es ein Bazar sein, oder? Bazar. Gucken wir uns doch mal um. Wenn du müde bist, dann leg dich eine Runde schlafen. Du kannst dich überall dort ausruhen, wo du ein Bett findest. Und glaub mir, du wirst dich wundern. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht im Wolkenort ist größer, als du denkst. Also leg dich schlafen und sieh dir den Wolkenort bei Nacht an, wenn du ein paar interessante Dinge erleben willst. Ich werde das jetzt noch nicht machen, aber ich weiß, dass man später, nachdem man gereist ist, auch wieder nach oben kommt, zum Wolkenhort. Oder zum Wolkenheim, wo immer wir sind. Schreibt mir am besten mal in die Kommentare, wenn ich das machen soll, also ob ich das machen soll, wenn ja, an welchen Stellen ich mich mal rumtreiben soll in der Nacht. Vielleicht finde ich irgendwo Herzteile oder so. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Ja, das wäre sehr hilfreich. Weil ich will schon versuchen, 100% zu machen. Das ist kein Versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter auf den Ritterposten. Gratulation. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, über die du nicht Bescheid weißt, nicht wahr? Solltest du Probleme haben, du stehst nach rechts und rufe Hilfe auf. Das ist so etwas wie eine Grundregel. Ja, ja, alles klar. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Cool. Ihr macht hier irgendwas mit Wasser. Oh mein Gott, ich kann das bewegen. Oh Gott, ich werde mich da verlassen, aber... Ihr merkt davon nichts? Let's up! Wackelt aber auch nicht so viel. Schade. Na komm. Wollen wir keinen Schabernack treiben? Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Sieht schön aus. Ja, ja. Oh, hallo. Oh, ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und deinen Schild reparieren. Also, was soll ich an die Schrauben ansetzen? Nö. Geht nichts. Wenn du nichts für mich zu tun hast, dann quatsch mich gefällig nicht an. Wow. Erst war er sympathisch und jetzt ist er wieder unsympathisch. Wie geht das hin? Du schraubst doch nicht mal. Nein, egal, komm. Oh, Secret. Gebieter Mike. Diese Schatztruhe hat die Göttin 1 für den auserwählten Helden hinterlassen. Okay. Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Schade. Moment. Aber wenn sie extra nur für mich hier ist? Vielleicht. Ah, schade. Nee, dachte. Nee, okay. Das ist für später. Herzteil vermutlich, aber keine Ahnung. Leute, wir sind einfach hinter. WR301B Trapo. Hi, was bist du? Sieht süß aus irgendwie. Hat was. Na egal. Da ist noch jemand. Hallo. Hi. Hallöchen. Bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Lager nutzen? Ja, eigentlich nicht so. Ah, soll mir recht sein. Aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du aber was erledigen hast, ja. Okay. Interessiert euch alles für den Holzschild? Ausgezeichnete Wahl. Damit könnt ihr gegen den Schallgriff hervorragend abwehren. Achso, nein, will ich nicht. Ja, das macht doch nichts weiter, ja. Schaut euch doch einfach weiter um, ja.
Oh. 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 Ich finde den Typen lustig. Ihr mir folgt. Ah, ein guten Nebel, ich freue dich über das schon. Komm, tretet näher. In diesem leichten Laden findet ihr alles, was das Abenteuer Herz begehrt, bitte her. Werft einen Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Einkaufens habt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Nein, ich wollte nicht. Ja, erstmal das und das und das. Ja, komm, egal. Dekonüsse, Pfeile, Bomben. Oder ein Schild. Nee, brauch nichts. Sorry. Oh. Der Arme, keine Kundschaft. Ja, ja. Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt ein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du solltest auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei dir tragen. Mhm. Du hast ja gar keine Flasche. Keine leere Flasche bei dir. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du die füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also passt mir ja gar gut drauf auf. Yay, eine Flasche halten, bewahre verschiedene Dinge darin auf. Okay. Mm. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke R. Mm. Okay. Kann ich die ausrüsten? Zack. Ha! Ha! Ja, füllen wir mal was auf. Was ist denn das hier alles? Ich stelle jetzt mal, das ist Ausdauer, das ist Leben, das ist beides. Ach stimmt, Ausdauer seht ihr noch gar nicht. Ganz oben links, weil ich lese ja das. Gibt es Ausdauer, aber. Ja. Weiß nicht, wann die nötig wird. Keine Ahnung, was die beiden sind. Und dann gibt es noch den Typen hier. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich den hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, wenn du. Den du verfeinern haben möchtest? Nö. Okay. Interessant. Haben wir noch jemanden? Ich brauche keinen Trank. Erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe noch runter hin. Oh, was ist denn das? Was sehen meine Augen? Junger Fremder, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, Steine und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund, solltest du dein Ziel hier aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Ha! Vertraue meinen sanften Augen, lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Machst mir ein bisschen Angst, ich glaube, ich gehe einfach wieder, genau, ne? Oh Gott, wir haben jetzt sehr viel Zeit dafür verwendet, uns in Bersan zu schauen. Und wo sind wir jetzt? Na egal, ich würde sagen, Abenteuer ruft. Wir suchen das Abenteuer, da hinten leuchtet's. Da wollen wir runterspringen und zur ersten Welt gelangen. Denke ich mal. Ja. Oh, Mietz. Willst du ein bisschen baden gehen? Es schwimmt. Süß. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob wir überhaupt schwimmen können. Ich probiere das einfach mal aus. Weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Können wir schwimmen? Wir können schwimmen. Okay. Ja, gut zu wissen, dass er nicht direkt ersäuft und ein Herz verliert. Nein, wir können tatsächlich schwimmen. Gut. Oh, da hinten ist es. Oh Gott, ich dachte, das wäre direkt hier. Nee, es ist erst dort hinten. Na, keine Ausdauer verlieren. Oder? Warte, doch. Okay, egal. Okay. Springen wir. Okay, keine Ahnung. Springen wir hier runter. Nice, da kommt der Vogel. Und nun wollen wir uns nach unten begeben. Hinab, hinab, aber nicht zu nah hinab, in der falschen Richtung. Runter da. In ein neues Land. Oder ich schreie ähnlich. Ihm ist es egal. Pure Eleganz, wie er da runterfliegt. Krass. Ich habe schon einige gesehen.
Da hätte es uns wehgetan. Gebieter Mike! Dies ist das Erdland, über das im Wolkenhort so viele Legenden kursieren. Und das hier, man nennt diesen Ort den Siegelhain. Aha. Siegelhain, einfach nur eine Spirale nach unten? Ja. Anscheinend. Ist nicht wirklich groß. Nun denn, Gebieter, pass gut auf dich auf. Kein Ding, Fei, ich werde definitiv auf mich aufpassen. Ich hoffe, ihr passt auch auf euch auf, denn mit dieser Statue kann ich nicht reden, aber vielleicht kann ich ja mit dir reden, wenn ich... Ja. Den dir gebe! Oh, okay, ich dachte wirklich, das würde funktionieren. Kann ich nicht speichern? Naja, Folge ist trotzdem vorbei. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Bye, The Legend of Zelda.